Morgen, ho, 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 und einen fröhlichen 6. Dezember und Nikolaus. Was passt zu Weihnachten? Kekse, Geschenke und Gedichte. Und mein Vater hat sich ein sehr schönes sächsisches Gedicht ausgesucht, ein Weihnachtsgedicht, denn er kommt aus Sachsen. Und das wird er jetzt mit original sächsischem Dialekt vortragen. Ich wünsche euch viel Spaß und er auch. Lene Vogt, der Apfel und die Nuss. Ein Apfel hing am Weihnachtsbaum und dachte in sein Griebsche, die goldene Nuss am Zweig da oben, das wär mein Fall. Ich lieb sie. Die kleine Nuss war ihrerseits dem Apfel auch gewogen und so hat jeder durch sein Reiz den anderen angezogen. Sie träumten beide vor sich hin und wünschten bloß das eine, einmal im gleichen Magen drin zu sterben. Ach, wär das schöne. So, hier ist wieder der Typ mit Mütze. Ich hoffe, euch hat dieses Weihnachtsgedicht gefallen. Und natürlich kommt heute nicht nur das Video, sondern auch das Video, wie packt man richtig Geschenke ein. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Weihnachtszeit und einen schönen Tag. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Videos zu Ende schauen, hilft mir sehr. Aber jetzt möchte ich jetzt noch mal kurz was sagen. Und zwar danke an euch. Ihr seid echt super. Mit den 80 Abonnenten, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt auf einmal so schnell geht. Letzten Monat habe ich mir noch das Ziel gesteckt, ich will bis Jahresende mindestens 35 Abonnenten erreichen. Wäre toll, wenn ich 40 erreiche. Aber dass wir jetzt schon 80 Abonnenten erreicht haben, danke an euch. Und damit ein Hoch auf euch. Danke.